Ja, hallo und herzlich willkommen YouTube. Heute bin ich wieder auf Königsmine. Oder Königsmine. <laughs> Ist egal, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall bin ich wieder drauf. Ähm, wir haben jetzt den Shop hier etwas verbessert. Ähm, es gibt jetzt Biegen zu kaufen, Fäden zu kaufen, Spawner zu kaufen, Elytra zu kaufen und viel mehr. Ähm, man kann. Ja, es kommt auf jeden Fall noch ordentlich was dazu. In den Shop, vielleicht müssen wir den auch noch ein bisschen ausbauen. Nun kann man auch verzaubern hier ganz leicht. Man bedenke, wir haben zehnmal mehr Geld als sonst wo. Bedeutet, ähm, ja, man muss die Preise jetzt nicht so überteuert sehen, weil man verdient auch zehnmal mehr. Bei Ärzten zum Beispiel, pro dia, bekommt, also pro dia bekommt man 250. Deswegen, ja, ist es eigentlich okay. So, ja, das wäre jetzt erstmal die eine Neuigkeit. Ja, bei unserem beliebten Hotblock-Spiel ist es jetzt folgendermaßen: Man kann jetzt hier sein Inventar nicht mehr verlieren. Bedeutet, ihr könnt hier sicher spielen mit euren Sachen, mit eurem Zeug, lasst euch verbrennen oder sonst was. Es wird nichts mehr, es geht nichts mehr verloren. Ihr könnt hier auch mit verzauberten Schwertern hin. Deswegen, ja, würde ich sagen könnt ihr euch das mal leisten. Ich erkläre noch mal kurz das Spiel, habe ich ja letztes nicht. Hier, es müssen mindestens drei Spieler online sein, um das Spiel zu spielen. Es gibt zwei Spielstarts, einmal hier, der andere hier, da hinten. Und den füge ich dann noch hinzu. Und dann können Spieler aufeinander gehen mit Schwertern und alles und versuchen halt hier sich drauf zu stellen. Wenn drei Spieler hier in diesem Spiel sind, ist es so, dass man, wenn man hier oben drauf steht, Geld bekommt. Und zwar ungefähr so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in Taler. Ja. Also ziemlich schnell eigentlich bekommt man gutes Geld hier, solange wie man halt hier drauf steht. Es geht nicht zu zweit hier drauf zu stehen und sich denken, ja kommen wir stellen uns zu zweit oder zu dritt oder zu viert hier drauf und verdienen das Geld. Nein, es darf immer nur einer sein, denn sonst gibt es für kein Geld. Oder nur für einen. <laughs> naja, also bringt nichts hier zu schummeln. So, was gibt es noch? Es gibt noch den Befehl slash vk. Das ist wie slash sell impf. Also es gibt slash sell impf. Da kann man alles verkaufen. Und es gibt slash vk, wo auch eine Beschreibung dazu steht. Verkaufe Stein, Bruchstein, Goldnuggets, Eisennuggets und Erde aus dem Inventar. Wir dachten uns, Erde braucht kein Mensch manchmal. Will man am Wiesen wegschmeißen. Stein, naja, gut also, das sind halt die Sachen, die man so farmen kann, die es zuhauf gibt. Und deswegen haben wir diese eingeführt. Und wenn wir jetzt vielleicht VK machen, ich habe von allen mal ein Stack mitgenommen, dann verdienen wir schon 930 Taler. Und wie ihr seht, alles weg. Aber 930 Taler, fast 1000, haben wir jetzt verdient, nur wegen ein Stack von, ja, ein Stack jeweils ein Item. Keine Ahnung, ihr wisst, wie ich es meine. Ja, was gibt's noch? wir verlosen natürlich zurzeit noch Spawn GS und zwar hier, die sind noch ziemlich leer, deswegen solltet ihr auf jeden Fall auf Discord kommen und dort sind Events, wo man so ein Spawn GS gewinnen kann, es wird verlost und der Gewinner erhält dann halt eins. Emir Coco hat letztens auf jeden Fall eins gewonnen, hier man sieht's, Emir Coco und ich glaube, mein Cedric hat nur eins gewonnen. Ich glaube, das müsste dann das sein. Yep was ich glaube das war's ja mein Cedric und Emil Coco haben eins bitte baut irgendwas schönes drauf dass man eure Plots gleich bewundern kann am Anfang bei uns ist Redstone aktiv ja ganz normal und zwar nicht wirklich beschränkt man kann eigentlich so gut wie alles benutzen sogar Dropper und ja guckt selber euch das alles mal an auf jeden Fall kann man so gut wie alles benutzen. Nur eine Ausnahme haben wir gemacht bei Kolben. Die wird es nicht geben, da man damit duplizieren kann. Wenn wir irgendwas anderes finden, wo man duplizieren kann, wird das auch noch gesperrt. Aber zurzeit ist alles machbar. Außer eben Kolben. Zurzeit suchen wir noch keine Supporter, Admins, Developer. Sowas suchen wir zurzeit noch nicht. Ähm, kommt aber auf jeden Fall noch. Wir haben jetzt auch neue Bilder. Also hier Bilder. Ähm, wer ein Bild möchte oder so, der kann schreiben. Und wir kümmern uns sicherlich darum. Äh, in jeglicher Größe und so Hauptsache es leckt nicht zu sehr. Und da werden wir uns sicherlich einig, irgendein Bild bei euch aufs Blatt zu stellen. Oder so. Alles machbar. Ja, und dann wollte ich jetzt mal sagen. Beende ich das Video erstmal auch wieder. Hier seht ihr nochmal das Königsmine-Logo am Spawn. Wahnsinn. Also Leute, kommt rein, kommt auf den Server. Die, die IP ist in der Beschreibung. Auch der Discord-Link wird in der Beschreibung sein. Deswegen, ich verabschiede mich. Ciao. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auf dem Server.